Der Start ins Wochenende mit ATV Nachrichten. Herzlich willkommen am Freitagabend. Und das sind unsere Themen heute. Ministrantenwallfahrt nach Rom. Allgäuer Jugendliche erleben Papst Franziskus. Zirkusluft schnuppern. Ferienprojekt der sozialen Stadt Memmingen. Und Countdown für die Festwoche läuft. Letzter Check mit Martin Volkmann von Losemall. Unter dem Motto frei, darum ist es erlaubt, Gutes zu tun, haben sich in dieser Woche rund 50.000 Ministranten aus ganz Deutschland auf den Weg nach Rom zur bundesweiten Ministrantenwallfahrt gemacht. Mit dabei waren auch 3.000 Minis aus dem Bistum Augsburg. Nach Freiburg, München-Freising und Regensburg gehört das Bistum Augsburg zu den 5 teilnehmerstärksten Gruppen. Höhepunkt für alle Minis war die Begegnung mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz. Die Augsburger Flagge auf dem Petersplatz in Rom, ein Ansturm schwäbisch sprechender Jugendlicher in den Eisdielen und allgäuerische Gelassenheit trotz 35 Grad im Schatten. Rund 3000 Ministranten aus dem gesamten Bistum Augsburg wollten mit vielen Gleichgesinnten ein Zeichen setzen für den gemeinsamen Glauben. Während der 6-tägigen Fahrt stand aber nicht nur das gemeinsame Gebet auf dem Programm, wie hier beim Auftaktgottesdienst in der Basilika St. Paul vor den Mauern, sondern auch jede Menge Kultur, Urlaubsfeeling und die Begegnung mit Gleichgesinnten. Das ist mega. Also ich bin so froh, dass ich da bin. Der Papst, der ist jetzt noch nicht so lange der Papst, aber er hat trotzdem schon einiges erreicht, finde ich. Er stärkt sich den Zusammenhalt. Der ist auch ein sehr bescheidener Papst, meiner Meinung nach. Er führt alle zusammen. Dass wir zusammen sind und gemeinsam einfach Spaß haben und dass wir einfach alle, dass es so viele Menschen auf einmal sind, die so alle das Gleiche machen wollen. Das ist einfach das, was am meisten Spaß macht, einfach das, was wir auch gemeinsam erleben wollen. Und dann war es endlich soweit, der Tag der Papstaudienz, der Tag, auf den alle Ministranten aus ganz Deutschland entgegengefiebert haben. Und das war wohl die Überraschung des Abends. Bei seiner Ankunft auf dem Petersplatz nahm sich Papst Franziskus nicht nur jede Menge Zeit, um die jungen Leute zu begrüßen und viele Hände zu schütteln. Zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt als Kirchenoberhaupt hielt er seine Messe auf Deutsch. Dabei griff er das Motto der Wallfahrt auf: frei, darum ist es erlaubt, Gutes zu tun. Gott macht uns klar, dass er der gute Vater ist. Und wie macht er das? Wie macht? Dadurch, dass er seinen Sohn Mensch werden lässt. An diesen konkreten Menschen Jesus können wir kapieren, was Gott eigentlich meint. Er will Menschen, die frei sind, weil sie sich als Kinder eines guten Vaters ihm geborgen wissen. Worte, die Mut machen und die jungen Minis im Glauben stärken soll. Und das ist es auch, was sie am Ende schließlich mit nach Hause nehmen. Das Gefühl von Gemeinschaft, den Auftrag, den Glauben immer wieder aufs Neue weiterzugeben und nicht zuletzt auch jede Menge positiver Stimmung. Mittlerweile sind die Sommerferien schon eine Weile im Gange. Und für viele Familien heißt das Vorfreude auf den Urlaub, wenn sie nicht schon gar dort sind. Allerdings gibt es auch Familien, die zu Hause bleiben müssen. Manche können sich einen Urlaub schlichtweg nicht leisten. Damit die Kinder dieser Familien in den Ferien auch Spaß haben, gibt es im Memminger Westen ein besonderes Ferienprogramm. Jedes Kind kann hier kostenlos mitmachen, egal ob aus sozial schwachen Familien oder nicht. Um diese Kunststücke zu beherrschen, haben sie mehrere Tage fleißig geübt. Die kleinen Akrobaten und Künstler sind Teilnehmer des Zirkusworkshops in Memmingen. Eine Woche lang verwandeln die Kinder die Turnhalle in eine Zirkusmanege. Der Workshop ist Teil des Ferienprogramms der sozialen Stadt Memmingen. Also Soziale Stadt, das ist ein Bund-Länder-Programm für benachteiligte Stadtteile. Memmingen ist seit Ende 2006 in diesem Programm drin. Und da geht es darum, dass man eben diese benachteiligten Stadtteile durch Baumaßnahmen, durch sozialintegrative Programme, in Memmingen zum Beispiel ist ein Jugendtreff errichtet worden, es gibt ein Quartiersmanagement, wo meine Kollegin und ich dort arbeiten. Genau, das gehört dazu. Alle teilnehmenden Kinder sind aus dem Quartier Memminger Westen. Hier wohnen viele sozial schwache Familien. Durch den Workshop sollen sich die Kinder aus der Umgebung gegenseitig kennenlernen
egal aus welchen Schichten sie kommen. Zusammen lernen sie, unter Anleitung von Profis und Ehrenamtlichen, verschiedene Tricks und Kunststücke. An oberster Stelle ist, dass die Spaß haben, dass der Leistungsdruck nicht spürbar ist oder nur gering, weil der ist automatisch, kommt der. Und das ist nicht unser Ziel. Der Spaß steht an oberster Stelle. Und dass die selber mitreden dürfen. Die dürfen ihre Nummern mitgestalten, ihre Ideen einbringen. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Akrobatik, Balancieren und Clownerie. Und besonders beliebt bei den Kindern Poi, ein Ball mit einem Tuch dran. Das Zirkusprojekt soll die Kreativität und die Teamfähigkeit der Kinder steigern. Außerdem sollen sie ihre eigenen Grenzen kennenlernen und Selbstbewusstsein aufbauen. Das mit der Rolle. Und dann habe ich noch ein bisschen Einradfahren gelernt. Ich habe eigentlich alles ausprobiert. Poi, Triathlon, Terroristik und Akrobatik. Ich habe mit dem Walzen, weil da trete ich ja auch auf, und Einrad. Habe ich noch ein bisschen gelernt und ich mache auch beim Turnen mit. Ja, also ich habe wieder Freunde gefunden, also auch welche, die ich noch nicht kannte. Und das war eigentlich ganz schön mit denen. Neue Freunde finden und Spaß haben, das war das Ziel des Zirkus-Workshops. Und auch wenn er heute zu Ende gegangen ist, schon am Montag geht es mit dem bunten Ferienprogramm der sozialen Stadt Memmingen weiter. Jetzt steht es fest. Wenn die Deutschen nicht ins Ausland fahren, um Urlaub zu machen, kommen sie besonders gerne zu uns ins Allgäu. Gleich mehrfach ist unsere Region in den jetzt vorgestellten Top 100 der beliebtesten Sehenswürdigkeiten vertreten. Ganz vorne auf Platz 3 liegt der Besuch im Schloss Neuschwanstein. Dass das Allgäu als Urlaubsziel boomt, das zeigen auch die neuesten Übernachtungszahlen. Mehr dazu gleich bei uns in Kompakt. Vom Allgäu direkt zu Ihrem Badehotel an der Adria. Arnold Reisen, schöne Ferien von Anfang an. In den Wochen rund ums Gäuboden-Volksfest ist Tracht ein großes Thema in Straubing und Umgebung. Manchmal sogar wortwörtlich. Und diese XXL-Lederhose, die ist heuer sogar beim Auszug dabei. Denn die kommt da drauf, auf einen Trachtenwagen, der heuer erstmals beim Auszug zum Gäuboden-Volksfest mitfährt. Wir wollen zeigen, wie halt früher eine Schneiderin an der alten Maschine genäht hat. Vor dem Auszug am Freitag gab es am Donnerstag aber erstmal hier ganz viele Dirndl und auch Männer in Lederhosen zu sehen. Denn es galt, den Trachtenweltrekord zurück nach Niederbayern zu holen. Wir hatten ihn ja 2012 und muss echt sagen, Respekt vor der Stadt Speyer. Die haben uns im letzten Jahr diesen Rekord abgeluchst. Das ist eine wunderschöne Stadt, die ich auch selber kenne. Aber ich sage einfach keine Stadt für einen Dirndl- oder Trachtenweltrekord. Und deshalb holen wir uns den heute zurück. Und dabei wollten alle mithelfen. Ob groß, ob klein, in diesem Fall gerade mal 14 Wochen alt, ob in wirklich perfekter Tracht oder auch vielleicht nicht ganz regelkonform. Weil es nicht sein kann, dass der Rekord in Rheinland-Pfalz ist. Das gehört sich, dass man da dabei ist. Ich will was packen, einen Weltrekord. Kurz nach 8:30 war es dann auch soweit. Rekordrichterin Eva Noroy verkündete den offiziellen Endstand. Heute Abend in Tracht sind gekommen 2779 Menschen in Tracht, davon allein 2158 Frauen in Dirndl. Straubing hat damit nun also nicht nur den offiziellen Guinness World Record, sondern auch den inoffiziellen Dirndl-Weltrekord zurück nach Niederbayern geholt.
Also den Weltrekord haben wir ja mal geschafft und zwar locker. Jetzt können wir uns ganz entspannt freuen auf 11 weitere Tage Ausnahmezustand in Straubing. Holz Philibeck. Holz aus eigener Herstellung. Für Wand, Decke, Boden. Von der fachkundigen Beratung bis zur Montage. Lassen Sie sich inspirieren. Achtung! Küchen zum Festwochen-Meterpreis ab 389 Euro und tolle Festwochenrabatte bei Möbelböck in Kempten-St. Mang nur bis zum 17. August. Und das sind die Meldungen vom Freitag, dem 8. August. Ein 19-Jähriger soll in Marktoberdorf einen Jungen auf einem Spielplatz unsittlich berührt haben. Der Vorfall ereignete sich bereits am 25. Juli. Jetzt hat die Polizei den Mann verhaftet. Der 11 Jahre alte Junge hatte seinen Eltern von der Berührung erzählt. Die erstatteten Anzeige. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen daraufhin festnehmen. Der 19-Jährige sitzt seit gestern in Untersuchungshaft. Bis in den späten Nachmittag hinein ist es auf der A7 bei Memmingen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Ein Lkw-Gespann, das mit einer 13 Tonnen schweren Hebebühne beladen war, hatte die Mittelleitplanke durchbrochen. Lkw samt Anhänger kamen auf dem Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen zum Stehen. Das Gespann hatte sich zuvor aus noch ungeklärter Ursache aufgeschaukelt, sodass der 53-jährige Fahrer die Kontrolle verloren hatte. Verletzt wurde niemand, den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. Zur Bergung musste ein Kran eingesetzt werden. Dafür war die A7 in beide Richtungen mehrere Stunden fast vollständig gesperrt. Ein Gutachten hat nun bestätigt, insgesamt 16 Schüsse sind bei der Schießerei in einem Regionalzug zwischen Kaufbeuren und Kempten gefallen. Wie berichtet, hatte die Bundespolizei am 21. März dort eine routinemäßige Personenkontrolle durchgeführt. Ein 20-Jähriger sowie sein 44-jähriger Begleiter schossen ohne Vorwarnung mit einer Schreckschusspistole auf die Beamten. Einem der Polizisten entrissen sie unter Einsatz von Gewalt die Dienstwaffe. Mit dieser schossen sie auf den zweiten Kontrolleur. Laut der Staatsanwaltschaft stehe der Schlussbericht der Polizei noch aus. Im kommenden Herbst wird es in Bad Wörishofen gleich 2 Bürgerentscheide zur geplanten Dreifachturnhalle geben. Die erste Frage wird lauten, ob der Bau der Turnhalle allgemein befürwortet wird. In der zweiten Frage geht es dann um den Standort. Bislang ist geplant, die Halle auf dem Gelände der Pfarrer-Kneipp-Volksschule in der Innenstadt zu bauen. Der Verein Bürgerforum Bad Wörishofen fordert allerdings, die Turnhalle an einem anderen Standort zu errichten. Darüber können die Bürger nun abstimmen. Auf dem Stimmzettel wird es außerdem noch eine Stichfrage geben für den Fall, dass beide Fragen gegensätzlich beantwortet wurden. Der Stadtrat denkt darüber nach, ein begleitendes Informationsblatt zu erstellen. Die Ansiedlung des Möbelhauses Roller in Kaufbeuren wird Auswirkungen auf das geplante Forettle Center haben. Denn bei Roller wird zukünftig auf etwa 800 Quadratmetern sogenanntes zentrumsrelevantes Sortiment angeboten. Das sind Produkte, die auch in der Innenstadt gekauft werden können, wie beispielsweise Haushaltswaren oder Spielwaren. Um die Läden in der Kaufbeurer Innenstadt zu schützen, darf daher nun in dem geplanten Einkaufszentrum am Forettle kein zusätzlicher Laden entstehen, der nur solche Waren anbietet. Das Möbelhaus Roller wird vermutlich 2015 eröffnen. Der Ferienausschuss des Kaufbeurer Stadtrats genehmigte jetzt die Satzung für den Bebauungsplan. Die Baugenehmigung könnte noch im September erfolgen. Oberallgäuer Kreisräte der FDP und ÖDP haben beim Freistaat finanzielle Unterstützung für die Suche nach Asylbewerberunterkünften erbeten. Das geht aus einem entsprechenden Brief an Emilia Müller, Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, hervor. Die Ausschussgemeinschaft erhofft sich, vorübergehend zusätzliches Personal einstellen zu können. Die bestehenden Flüchtlingsunterkünfte seien beinahe ausgeschöpft. Aufgrund hoher Auflagen für die Unterbringungen sei es aber schwierig, kurzfristig neue Herbergen zu finden. Außerdem müsse auch die Freiwilligenarbeit unterstützt und koordiniert werden. Bei den Touristen sind das Allgäu und Bayerisch-Schwaben auch 2014 beliebte Destinationen. Im ersten Halbjahr ist die Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr um 1,6% gestiegen. Auch die Zahl der Gästeankünfte ist gestiegen. Da verzeichnet das Landesamt für Statistik einen Anstieg sogar um 4,4%. Über 2 Millionen Gäste haben ihren Urlaub hier in der Region verbracht.
Das Gebiet des Tourismusverbands Allgäu-Bayerisch-Schwaben liegt damit über dem bayernweiten Durchschnitt mit 2,2% mehr Ankünften und 0,9% mehr Übernachtungen in Bayern. Nach 7 Niederlagen in Folge wollen die Footballer aus Kempten endlich wieder gewinnen. Am Sonntag sind die Franken Knights zu Gast bei den Allgäu Comets. Im Hinspiel, dem ersten Spiel der Saison, hatten die Comets auswärts mit 53-37 gewonnen. Kickoff im Illerstadion ist um 15 Uhr. Soweit die Nachrichten und jetzt gibt es das Wetter. Das Wetter mit dem Allgäu-Outlet Sonthofen. Topmarken für jedes Wetter. Die Nacht auf Freitag ist größtenteils klar. Das Thermometer pendelt sich bei 17 bis 19 Grad ein. Samstagvormittag zeigt sich örtlich die Sonne. Die Wolken verdichten sich aber schon. Im östlichen Allgäu kann es am Alpenrand regnen. Im Lauf des Tages nehmen die Wolken zu. Auch der Regen breitet sich aus. Die Temperaturen liegen bei 22 bis 23 Grad. Der Wind weht anfangs aus Südost, dreht später auf West. Am Sonntag ist es bewölkt, aber trocken. Auch die Sonne zeigt sich immer wieder bei Höchstwerten zwischen 17 und 22 Grad. Der Montag wird vorübergehend wechselhaft, mit Sonne, Wolken und Regen. Es wird kühler. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Schauernähe in Böen auch frisch bis stark. Am Dienstag sinken die Temperaturen auf 19 bis örtlich 14 Grad. Durch die Wolken lässt sich hin und wieder die Sonne blicken. Er ist der Sohn eines ehemaligen Bundespolitikers. Die Politik liegt ihm also quasi im Blut, auch wenn er vor allem als Lehrer tätig war. 2008 wurde Thomas Kichle erstmals in den Kempner Stadtrat gewählt. Seit dem 1. Mai ist er Oberbürgermeister seiner Heimatstadt. In diesen Tagen ist er 100 Tage im Amt. Anlass für meinen Kollegen Sebastian Zausch, mit ihm Bilanz zu ziehen. Herr Kichle, Sie sind jetzt ungefähr 100 Tage im Amt. Wie hat sich Ihr Leben seitdem verändert? Ja, es hat sich schon verändert, das muss ich sagen, aber jetzt nicht grundsätzlich ist alles anders geworden. Ich war vorher auch engagiert, politisch und ehrenamtlich, aber was die Durchtaktung meines Lebens anbelangt, würde ich sagen, ist das eigentlich der wesentliche Veränderungsgrund. Was sagt die Familie, dass sie jetzt möglicherweise noch weniger von Ihnen hat? Ja, deutlich weniger, das kann man schon sagen. Geht es mit? Das war ja im Vorfeld auch ein ganz klarer Punkt, den ich mit meiner Frau, mit meinen Kindern besprochen habe. Aber die müssen logischerweise auch reinkommen in dieses Thema. Wissen Sie noch, was am 1. Mai Ihre erste Amtshandlung war? Ja, das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich, wie die vielen Jahre oder Jahrzehnte zuvor, in Lenzfrit beim Maibaum aufstellen, Flügelhorn gespielt. Das war sozusagen das Erste, was Sie als Oberbürgermeister... Das war die erste offizielle Amtshandlung, also so wie immer. Okay. Worauf sind Sie in diesen 100 Tagen besonders stolz? Kann ich gar nicht beantworten. Ich spüre keinen besonderen Stolz, aber ich kann eher sagen, ich freue mich, dass ich so das Gefühl habe, dass die einigermaßen geglückt sind und dass ich einen guten Draht auch zur Verwaltung und zu den engen Mitarbeitern bekommen habe. Das freut mich. Gab es einen Punkt, wo Sie schon mal so richtig durchschnaufen mussten in diesen 100 Tagen? Also es gibt Themen, die mich beschäftigt haben, die auch nicht ganz einfach waren. Und da hat das Durchschnaufen eher einem gewissen Nachdenken gedient. Was sind das für Themen? Das sind die bekannten Themen, zum Beispiel unser großes Loch. Oder auch andere Themen, wie die wir einfach zur Lösung anstehen. Das mag der Hangar des Rettungshubschraubers sein oder andere,
die einen natürlich über diesen Zeitraum begleitet haben und auch sicherlich noch etwas länger begleiten. Was sind wir bei der Zukunft? Was sind das für Themen, die Sie da begleiten? Wie geht das mit dem guten Loch aus? Es wird so ausgehen wie bei allen Löchern. Irgendwann wird es zugebaut. Okay, und was sind die weiteren Themen, die Sie jetzt angehen wollen in den 6 Jahren? Was ist quasi eine gute Amtszeit gewesen? Was muss in 6 Jahren passiert sein, dass es eine gute Amtszeit für Sie war? Also ich habe ein 10-Punkte-Programm formuliert und das ist sicherlich ein Themenkatalog, der über diese 6 Jahre hinausgeht. Aber da werde ich meine Schwerpunkte natürlich setzen. Jetzt beginnt die Festwoche am Wochenende. Ihre erste als Oberbürgermeister. Sind Sie nervös? Ein bisschen schon, muss ich sagen. Das jedem Anfang wohnt ja auch ein Zauber inne, sagt Hermann Hesse. Aber ich weiß, dass das eine große, eine wichtige Veranstaltung ist. Und deshalb freut es mich natürlich auch drauf. Ich bin gespannt, wie es so klappt. Wie sieht es mit dem Bieranzapfen aus? Ja, also das war jetzt, ich habe schon 4-mal ein Bierfass angezapft und es ging nie richtig daneben. Okay, dann hoffen wir, dass es auch diesmal klappt. Wünsche gutes Gelingen und vielen Dank fürs Gespräch. Besten Dank, vielen Dank. Und wir werfen gleich noch einen allerletzten Blick, bevor es losgeht, hinter die Kulissen der diesjährigen Allgäuer Festwoche. Es ist wieder soweit. Die Allgäuer Festwoche 2014. Wirtschaftsmesse, Kulturtage, Heimatfest. 400 Aussteller präsentieren neue und bewährte Produkte. Erleben Sie die Festzelte und das Bühnenprogramm im Stadtpark. Die Allgäuer Festwoche 2014 vom 9. bis 17. August in Kärnten. Ein Fest für die ganze Familie. Die Allgäuer Festwoche, nicht ohne Fendt. Auch in diesem Jahr sind wir für Sie vor Ort bei der größten Wirtschaftsausstellung im süddeutschen Raum. Sie suchen optimale Werkzeuge für optimale Arbeitsergebnisse? Wir haben sie alle. Besichtigen Sie hochwertige Holzbearbeitungsmaschinen von Scheppach. Sie finden uns im Freigelände vor Halle 6. Fendt, Ihr fantastischer Partner aus Markt Oberdorf im Gewerbegebiet West. Radl Stadel Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radl Stadel Dickenreishausen, A7 Ausfahrt Memmingen. TV Bayern Live mit diesen Themen. Geisterfahrer dank Navi. Wie sicher sind die elektronischen Wegweiser wirklich? Und Erotik, Stierkampf und politische Kritik. Pablo Picassos Werke verzaubern Amberger Kongresszentrum. Das und mehr sehen Sie am Sonntag auf RTL. Für jeden das passende Rad. Radlstadel. Dickenreishausen. Radl-stadel.de. Jetzt finden Sie einfach und schnell Ihr neues Zuhause. Das Allgäuer Immobilienangebot in einer Online-Suche. Immobilien.allin.de. Die neue Immobilienbörse der Allgäuer Zeitung. Immobilienallin.de. Wir Deutsche, wir gelten als Weltmeister im Verbrauch von Heilpflanzen. Dr. Grünwald, haben Sie denn bei Ihren Forschungsarbeiten, ich sage mal, den Superstar der Heilpflanzen ausmachen können? Die Hagebutte wirkt auf Gelenkentzündungen und Gelenkschmerzen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Feiern Sie den Sommer und genießen Sie Live-Musik vom Feinsten beim Altusrieder Sommerfestival vom 23. August bis zum 4. September. Freuen Sie sich auf Best of Austria mit Reinhard Fendrich und die Seher, die Schlagernacht des Jahres unter anderem mit Semino Rossi und Iron Shear, Ernst Rutter und die Egerländer Musikanten und last but not least die Kastenruther Spatzen. Über die Allgäuer Festwoche bummeln kann eigentlich jeder. Aber einen musikalischen Rundgang mit absoluten Insider-Informationen, den gibt's nur bei uns. Und zwar mit dem Musiker Martin Volkmann von Losermoll. Losermoll, Losermoll, es ist Festwoch. Hey Leid, hey Leid, es ist Festwoch. Losermoll, Losermoll, es ist Festwoch. Hey Leid, seid ihr bereit für die Allgäuer Festwoch? Hey Leute, es ist wieder soweit. Die 5. Jahreszeit im Allgäu. Allgäuer Festwoch und gar nichts anderes. Ich bin der Martin von Losermoll.
Und ich führe euch jetzt ein bisschen herum und dann schauen wir, ob die Leute da auch schon gescheit aufgebaut haben. Oder nicht? Gamma. Da hast du an meinem Glas Nau. Nau. Bist du der Fahrer, hält dein Bruna, Fanta, Spezi, Cola, Wasser, Säfte, Schorle, Eis, den Kaffee, Sprudel, Nau. Ich gang in meiner Lederhose auf die Festwoche. Ich stand neben am Mädlerloser, Maul hast du die Fest gemacht. So viele schöne Dirndl, dass man geier lächt hat. Wie läuft der Aufbau? Alles gut? Alles gut. Schau, oder? Ja. Was dürfen wir da erwarten? Was gibt es da zum Seher? Was gibt es zum Seher? Ja. Das ist Firma Renergy. Wir verkaufen Holzkessel, Pellet, Scheitholz und Hackgut. Habt ihr KWK auch, oder? Habt ihr KWK auch? KWK? Das weiß ich auch nicht, was es heißt, aber es hat irgendwas mit Heizer zu tun. Ach so, wir haben PV-Heiz, das neue Produkt bei uns. Das kommt daher. Das ist auch gut. Wie lange baut ihr schon auf? Seit heute früh fangen wir an. Okay. Und da habt ihr schon so weit jetzt? Jawohl. Brutale Hunde. Ja. Sau gut. Also Männer, so schaut's nämlich aus. Vierter nach. Servus. Servus. Weiter so. Grüß euch. Die Fehler sind so schön, es tut kein weh. Beine wie ein Reh und ein feines Dekolleté. Ich tue euch, ich spendiere vierspurige. Oh, ein vierspurige. Neu dir tut es weh. Dora Schnäpsle, Dora Schnäpsle. Na kommt mal gleich ins Schwätze. Wir haben die schönsten Fehler rund um das Beste. Das gibt's doch nicht. Da gibt's. Ich glaube, da gibt es kein Bier und noch nichts zum Essen. Ich meine, klar, Aufbau, aber irgendwie sollte ich doch jetzt dann langsam mal was haben, oder? Ich habe mich so gefreut, jetzt da reinhocken, schon mal an, schön Bierbank, alles aufbaut. Ich bin so gefreut auf was zum Trinken und zum Essen. Ich weiß, habt ihr nichts zum Trinken für mich? Das ist okay. Hab nichts, glaube ich. Also, noch nicht. Zwei Tage muss ich anscheinend noch da hocken bleiben. Dann bleibe ich halt da, wie die Tokyo-Hotel-Fans. No, 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 no. Dann hält dein Weizer Glas. Dann hebt der Geisermaß auf die Bank, auf, auf die Bank. Ey, ich hoffe, euch gleich verlasst. Hey Leute, grüß euch. Männer, alles gut soweit bei euch? Ja, passt. Bei dir auch, oder? Auf, ja, klar. Wunderbar. Du, Perle, du schaust aus, die brauche ich kurz. Du schaust aus, als hättest du was brauchst du mich? Als hättest du Musik machen. Auf jeden Fall, was denkst du denn? Volksmusik, weißt du, türkisches und deutsches Volksmusik. Echt, oder? Ja, freilich. Okay, pass auf, ich mach der Beatbox und du singst ein Lied drauf. Alles klar. Ganz hin weiß. Mit einem Blumenstrauß. Jo mei, den Text weiß ich leider nicht mehr. Könntest du ein paar Klatschen bitte für den Herrn? Das ist ja brutal. Danke dir, hey. Danke, das auch, war cool. Gell? Alles klar. So, jetzt auch. Stiftzelt auch wieder dabei. Letztes Jahr haben wir da gespielt. Da war die Hölle los. Ja. Sind die Leute gestanden bis da raus. Gott sei Dank. Danke nochmal fürs Kommen. Stift, weiter so. Nichts anderes. Schatz an der Hand und stand nauf auf die Bank. Nauf, nauf auf die Bank. Nauf, nauf auf die Bank. Gib mir einen Schmatz und so. Das war's jetzt. Ich freue mich total. Morgen geht's los. Ich schnapp mir jetzt nochmal so ein Security und schau, dass der auch gescheite Arbeit macht. Gell. Junger Mann. Ja, ich möchte noch ganz eine Vorstellung mit dem Martin verlosen mal. Servus. Los. Du, kann ich mich auf dich verlassen? Wenn es jetzt noch losgeht morgen, passt du auf, dass der jetzt rumgehört wird und so weiter. Na sicher, dafür bin ich ja da. Echt, oder? Ja. Alles klar. So schaut das aus und ich danke. Für dich, gell? Tschaußen. Ja, der schafft es, der packt es. Und bereits heute gibt's quasi eine inoffizielle Eröffnung der 65. Allgäuer Festwoche. Über der Burghalde erstrahlt zum kleinen Jubiläum ein großes Feuerwerk. Und morgen ist es dann endlich soweit. Dann eröffnet der bayerische Innenminister Joachim Herrmann die Festwoche offiziell. Die Bilder dazu gibt's natürlich am Montag bei uns. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Isabel Weidnauer nun. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen.